Hi-ho und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir haben den oberen Industriesektor erreicht. Hier einmal der Codex-Eintrag. Wer sich das durchlesen möchte, kann gerne das durchlesen. Fühlt euch frei. So. Nett. Ja, aber kurz alles ab. Aber was zum Verkaufen? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Ein wenig. Leben Sie wohl. 95.000 Credits. Und mal wieder zwei Wege, die wir gehen können. Rechts und links. Schau ich mal hier. Wir gehen hier lang. Wir haben eine weitere Quest, wie ich da sehe. General Colvin. Willkommen. Ich bin General Colvin, der Missionsleiter. Wenn eure Zeit es zulässt, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Der Imperator hat mir befohlen, ein großes Rätsel dieses Sektors zu lösen. Ein Komplex, der vor Jahrhunderten von einem Sith namens Darth Revan konstruiert wurde. Bei seiner Fertigstellung versiegelte Revan im Inneren eine mysteriöse Fracht, zusammen mit vielen fremdartigen Sklaven. Seitdem hat niemand den Komplex verlassen oder betreten. Wenn niemand herausgekommen ist, vermute ich, dass es ein Grab ist. Dann ist es das am besten geschützte Grab in der Galaxis. Der Komplex ist durch selbstreparierende, automatische Verteidigungsgeschütze und einen anscheinend endlosen Vorrat an Attentäter-Droiden geschützt. Beeindruckende Technologie. Wir haben mehr als ein Jahrzehnt versucht, diese Verteidigungen zu durchbrechen und sind gescheitert. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, kann mich nichts in der Galaxis davon abbringen. Ich habe entdeckt, dass die Verteidigungssysteme des Komplexes den Reaktoren in diesem Sektor Energie entziehen. Die Besitzer dieser Reaktoren wissen nichts davon. Leider sind es unsere Feinde. Republikanische Sondereinheiten, Verbrecherkartelle und Söldnerarmeen. Sie werden ihre Reaktoren niemals freiwillig abschalten. Ich werde diese Reaktoren abschalten und jeglichen Widerstand ausräumen. Ihr ehrt mich mit eurer Unterstützung. Um Zugang zu Revans Komplex zu erlangen, muss jeder Reaktor abgeschaltet werden, der seine Verteidigungen versorgt. Wenn nur ein einziger aktiv bleibt, gelangen wir niemals hinein. Viel Glück. Glück wollen wir nicht. Wir haben wieder mit Revan zu tun. Wie auf Drum und Cast schon. Mal schauen, was uns diesmal erwartet. Unterhändler Yavos. Ah, ich bin froh, dass ich eure Aufmerksamkeit erregt habe. Das Imperium hat mich geschickt, um über den exklusiven Verkauf verschiedener neuer Rüstungsmodelle zu verhandeln, aber die Verkäufer treiben die Preise in die Höhe. Ich würde es vorziehen, wenn diese Credits in den Händen des Imperiums blieben. Wie patriotisch. Ich versichere euch, ich habe immer die Interessen des Imperiums im Sinn. Die Verbrecher, denen es gelungen ist, die Pläne für diese Modelle zu ergattern, haben ihre Bereitschaft signalisiert, sie dem Höchstbietenden zu verkaufen. Entweder ist die Republik bereit, wesentlich mehr zu zahlen als wir, oder diese Halunken versuchen, den Preis hochzutreiben. Ich habe in jedem Fall keine Lust mehr auf diese Spielchen. Lieber würde ich sie ausschalten und die Pläne mit Gewalt an mich nehmen. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Hier finden die Verhandlungen statt. Sie werden nicht mit dieser Aktion rechnen, aber sie werden schwer bewaffnet sein. Auch das ist gar kein Problem für mich. Schwer bewaffnet oder nicht. Scuff Mora. Ey, eine Heldenmission. Lange nicht mehr gesehen. Buka Kampak Nijit.
Tonka Yiliska Chanaga. O Grani Tampio da Pushi Wumpa, Pu Tula Musta. Ihr habt wahrlich Nerven, einem Sith Lord einen Handel vorschlagen zu wollen. Patoga Wata Kiko Uba Kiliwata Buki Donko. Chaskruni do Pat Kurira do Kanki Kung. Bagthra wanawaga mi bunawa due dwipe. Ist das jetzt Bestechung oder Erpressung? Ich reagiere auf beides nicht besonders gut. Pampawula jiota kakoga huta nupisto. Kabanotase makipuna, malituta udmishka. Kuchusa yomata chitoya, nam kanoya choski nawi. Eine belanglose Angelegenheit, aber ich kümmere mich darum. Ni at am bumpa poshuda mokili moklanki. Piti do tenya go kaka jojo, da biska ku paliya. So, wir haben jetzt Energieausfall, haben wir einmal. Handlungsbogen. Dann haben wir Auktionskrieg. Und wir haben Helden 2 an von Fleisch. Habe ich Hunger. Da müssen wir nicht hin. Fortgeschrittener Bandenkrieg. Du hast 300 neutrale Humanoiden der Schwierigkeit Elite oder niedrig auf einer Stadt besiegt. 500 ist das nächste Ziel. So, das war der erste Reaktor.
für das Imperium. Wo läufst du denn hin? Idiot. Ich erwarte euren nächsten Befehl. Haben wir gerade den Bonus geschafft. Sehr schön. Sehr schön. War da hinten noch irgendwie was? Kartells. Easy going. Da kamen wir. Gehen wir mal hier weiter. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Werft der Exchange. Da ist die Heldenmission. Ich würde sagen, die machen wir aber in der nächsten Folge. Sonst wird die Folge wieder zu lang. Deswegen werde ich jetzt erstmal den Energieausfall reparieren. Oder verursachen. Aber wir wissen schon mal, wo wir hin müssen für die Heldenmission. Ein Stück 100.000 haben wir hier. Dann hier.
Da können wir nicht weiter. Müssen wir den ganzen Weg zurücklatschen? Unsere Hauptmission haben wir den Ort noch gar nicht gefunden. Da hatten wir. Hier bin ich sowieso falsch. Ja, das sieht doch nach dem Energiekern aus. Da müssen wir auch noch hin. Ui. Und wenn wir die Heldenmission erst in der übernächsten Folge machen. Oh, da müssen wir auch noch hin. Jawohl. Haben wir doch alle Orte wissen wir Bescheid. Das ist doch wunderprächtig, wunderprächtig. Ah ja, die Republikaner muss ich noch ausschalten für den Bonus. Das sollte kein Thema sein. Wer greift mich an? Toll. Gehen wir im Boden. Thank you.
Oder greift mir einfach irgendwas im aus dem Boden an. Gut, okay, kann man machen. So, Bonus haben wir auch geschafft. Energieauswahl erledigt. Jetzt gibt es noch Auktionskrieg, Helden 2 Missionen und die Ein-Mann-Armee. Ja, Enemine weg. Ist das da rot auf einmal? Das da wäre der grün. Der war mal da und da hinten, ne? Lol. Alles gut. Ist geplant. Wir gehen erstmal hier rein. Oder was? Weißt du was? Wir machen das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. 47 möge mit euch sein. Und ich und Malawai Quinn, wir sehen euch dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde euch in der bevorstehenden Schlacht so gut es geht unterstützen. Vielen Dank für die Unterstützung. Und bis dahin. Tschüss.